Hallo, in diesem Video geht es um Flächeninhalt eines Drachenvierecks oder einer Raute. Gegeben ist das Drachenviereck bzw. die Raute ABCD, berechne die fehlende Größe. Wir haben jetzt in der ersten Beispielaufgabe A ist gleich 4 cm, F sind 9 cm und der Flächeninhalt A ist gesucht. Als erstes würde ich empfehlen, schreibt zuerst die Flächenformel für die gesuchte Figur auf. Wir haben jetzt hier ein Drachenviereck bzw. die Raute. Es stehen jetzt beide Figuren da, weil die eben die gleiche Flächenformel haben, nämlich a ist gleich 0,5 mal e mal f. Ich habe das ein bisschen so auseinandergeschrieben, weil ich den Platz jetzt benötige für das, was ich drunter schreibe. So, a, e und f. A ist nichts anderes als der Flächeninhalt, e ist die Länge einer Diagonale, f ist die Länge der zweiten Diagonale. Man kann sich das vielleicht so wie eine Art Kiste vorstellen. In dieser Kiste liegt ein Zettel mit einer Zahl drin. Die kenne ich momentan noch nicht, diese Zahl, deswegen schreibe ich noch die Buchstaben hin. Deswegen muss irgendjemand diese Zahl verraten. Und das macht natürlich die Aufgabe, muss ich mir anschauen, was kann ich hier alles rauslesen. Ich weiß, e soll 4 cm lang sein, f soll 9 cm lang sein und der Flächeninhalt ist gesucht. Also kann ich das im Prinzip so aufschreiben. E soll 4 sein, F soll 9 sein und A ist gesucht. So, jetzt setze ich einfach die bekannten Größen ein. Ja, also ich ersetze die Buchstaben durch die Zahlen, die die Aufgabe mir vorgibt. A ist gleich, ja, das ist unbekannt, das bleibt stehen, 0,5 mal E soll 4 sein und F soll 9 sein. Als 0,5 mal 4 mal 9. Das lässt sich jetzt sofort im Kopf berechnen. Das sind dann 18 Quadratzentimeter. So, nächste Aufgabe. Gleiches Spiel. Ja? Nochmal den fehlenden Wert berechnen, die fehlende Größe berechnen. Als erstes brauchen wir wieder die Flächenformel. Wir sind beim Drachenviereck bzw. der Raute. Auswendig merken. A ist gleich 0,5 mal e mal f. Nächster Schritt, ich schaue wieder in die Aufgabe, was für Größen habe ich gegeben. Ich sehe hier, a soll 30 sein, e ist 5 cm und f ist unbekannt. Also gehe ich her und setze wieder alle bekannten Größen ein. Ja, für a setze ich 30 ein. Steht hier, a soll 30 sein, ist gleich 0,5 mal. So, e soll 5 sein, f ist unbekannt, also lasse ich stehen. Nächster Schritt ist, ich vereinfache alles, was ich schon mal zusammenrechnen kann. Mit der 30 kann ich gerade momentan gar nichts machen, also lasse ich die stehen. 0,5 mal 5, das kann ich im Kopf berechnen, sind 2,5 und hinten dran steht noch mal f. So, jetzt brauche ich ein bisschen Kenntnis aus der Grundschule. Da hat man zum Beispiel mit Platzhaltern, mit sowas gearbeitet. Du musst jetzt überlegen, ja, wenn jetzt hier anstatt dem F dieses Kästchen wäre, 2,5 mal welche Zahl ergibt 30. Das hat man meistens über eine sogenannte Umkehraufgabe herausgefunden. Im Prinzip also nichts Neues, nichts Schwieriges. Später heißt es mal Äquivalenzumformung. Wenn ich jetzt hier habe 2,5 mal F, vielleicht noch einen kleinen Zwischenschritt, ich kann es ja auch umschreiben zu f mal 2,5. Ja, ist genau das gleiche, kommutativ gesetzt. So sieht man es vielleicht noch eher. Hier habe ich jetzt stehen f mal 2,5. Jetzt brauche ich die Umkehraufgabe. Umkehrung zu mal ist geteilt, also geteilt durch 2,5. Also muss ich hier diese linke Seite durch 2,5 teilen und kriege dann mein f raus. Ja, also hier sieht man es nochmal, 30 ist gleich f mal 2,5. Ja, wie kriege ich jetzt hier das f raus? Na, Umkehraufgabe, Umkehrung zu mal ist geteilt und dann einfach die Zahl dazu nehmen. 30 geteilt durch 2,5 sind 12. Das schafft man entweder im Kopf oder sonst halt eine schriftliche Nebenrechnung ansetzen und natürlich am Schluss die Einheit nicht vergessen. Ja, dann folgt daraus, f sind 12 cm. Letzte Aufgabe, wieder gleiches Spiel, ich starte mit meiner Flächenformel.
Ja, als erstes einfach die Flächenformel mal hinschreiben, damit die auf jeden Fall dasteht. Dann schaue ich nach, was ist gegeben. Ich weiß, a sind 15, f sind 10 und e ist gesucht. Setze ich wieder ein. A 15, also ersetze ich das a durch 15, ist gleich 0,5 mal e ist gesucht, muss ich also stehen lassen, mal f sind 10. Zweiter Schritt, vereinfachen so viel wie geht. 15 kann ich nichts machen. 0,5 mal e mal 10. Das Kommutativgesetz erlaubt uns, dass ich die 0,5 und die 10 schon mal zusammenrechne. Ich schreibe es jetzt mal so rum. Ja, 0,5 mal 10 sind 5, also 15 ist gleich e mal 5. Jetzt gilt wieder Umkehraufgabe ansetzen. Mal 5 Umkehrung ist geteilt durch 5. Also folgt daraus, 15 geteilt durch 5 muss e sein und 15 geteilt durch 5 schafft jeder im Kopf. Einheit nicht vergessen. Folgt daraus, e muss 3 mm sein. Und so einfach kann man die fehlende Größe beim Drachenviereck oder bei der Raute berechnen.